Hallo und herzlich willkommen zurück zum neuen Part Harvest Moon, Baum der Stille. Ich wollte eigentlich nur so die Erntegöttin besuchen, um ein bisschen zu angeln. Da habe ich halt diese Szene hier freigeschaltet. Deine Freundschaftsstufe zu den Inselbewohnern 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 10 Herzen. Okay, das war mir jetzt kein Plan. Ich wusste nicht, dass die Freundschaft zu der Inselbewohner irgendeine Bedeutung hat. Vielleicht wächst der Baum auch nur so gut, wie ich mit den Leuten befreundet bin. Aber ich bin der Meinung, ich habe schon. Hab ich da gerade. Ne, hab mich verguckt. Ich dachte, da wäre noch ein edles Bambus, aber war nicht. So. Dann, welche Uhrzeit haben wir denn? Ich glaube, es war schon Nachmittag. Ja, ist schon Nachmittag, das heißt, ich gehe dann noch die Bewohner besuchen und würde sagen, um 18 Uhr macht ja der Eiswirt auf. Dann kann ich da noch ein paar Cocktails verschenken, kaufen und verschenken. Da freuen sich die Bewohner noch mehr. Wenn denn unsere Freundschaft noch mehr steigt zu allen, ist natürlich immer gut. Also, ich meine, ich habe auch bei jeder Gelegenheit mit den Leuten geschwatzt, wenn sie gerade mir über den Weg gelaufen sind. Mittwochs ist auch Hemminger. Montags, mittwochs und freitags trifft man Hemminger im Eiswirt. An diesen Tagen kann man auch diese Sache mit dem Setzling auslösen. Ihr wisst schon, wo ich euch gesagt habe, in welcher Reihenfolge ihr das sagen müsst, wenn er da pennt. Guten Abend. Die Tiere haben in letzter Zeit gute Laune. Karl meint, sie geben auch jede Menge gute Milch. Guten Abend. Die Pflanzen, die Blumen und die Bäume, alles scheint viel lebendiger zu sein als sonst. Vielleicht haben die Luft und das Wasser etwas damit zu tun. Colin? Guten Abend. Die Zutaten beim Kochen stecken voller Kraft. Deswegen koche ich jetzt lieber als je zuvor. Alles duftet viel intensiver. Der Duft frischer Blätter ist überall. Warum wohl? Oh, ich wundere mich, Hemminger ist noch gar nicht da. Bestellen. Ich nehme mal eine Heidelbeer-Limo. Und ein Kokosnuss-Limo. Rucksack ist voll. Oh, verdammt. Bitteschön. Danke, das finde ich richtig gut. Das ist toll. Bestellen.
So. Dann gehe ich mal gucken, wo Selina steckt. Vielleicht oben. Ich hoffe es doch. Was? Wo steckt denn Selina? Achso, sie ist in Waffelstadt. Na, oh, macht nichts. Sie wird ja, denke ich, bald reinkommen. So, dann rede ich noch mit Marco. Guten Abend. Schmecken die Zutaten irgendwie anders? Ich glaube, mein Essen schmeckt besser. Alle sehen so gesund aus. Woran es wohl liegen mag? Hallo. Meine Getränke sind gerade so köstlich. So gut haben sie noch nie geschmeckt. Ja, und alles nur, weil ich die Regenbögen wieder hergestellt habe. Dir einen schönen Abend. Diese angenehme Atmosphäre kenne ich aus der Zeit, als der Mutterbaum wuchs. Ja, ist ja ganz klar. Ich habe den ja auch gepflanzt. Der Mutterbaum wächst wieder. So, Selina. Selina, Selina. Wo bist du, Selina? Die ist am Pier. Übt wahrscheinlich wieder tanzen. Bitteschön, Selina. Guten Abend. Wie schön, das gefällt mir. Dankeschön. So, kurz gucken. Da, di, da, di, da. Da. Was hat sie noch zu sagen? Ich hasse die Kälte. Ich habe zu gar nichts Lust. Ich will zurück in den Süden. Ach komm schon, die Hälfte vom Winter haben wir doch fast schon geschafft. So, da fällt mir ein, ich muss natürlich auch noch die Zuneigung zu den anderen Bewohnern weiter steigern. Einfach mal, weil es cool ist, mit allen befreundet zu sein. Und auch, um noch andere Hochzeiten auszulösen. Das heißt, sprich zum Beispiel Marco und Maya, Ilka und Max. Ich bin mir jetzt nicht sicher, ob Rolf und Selina hier auch heiraten oder nicht. Süß. So, dann Christian und Pia. Überlege ich gerade, welche Frauen gab es noch? Ilka habe ich. Lina wäre mit Tobi zusammengekommen, wenn ich sie nicht geheiratet hätte. Ach ja, Christine und Julius und Stefan und Linda. Ich glaube, das waren sie. Die Pärchen. Es gibt hier ja 8 Kandidaten. Aber ich bin mir jetzt nicht sicher, ob alle Kandidaten jeweils einen Partner haben. Manche haben keinen, damit man für den Fall der Fälle immer noch eine Frau findet, die einen heiraten will. So, jetzt gucke ich gerade. Ich habe die Tiere, glaube ich, reingeholt. Ja, habe ich rein. Gut. In deine Tierparade finde ich es cool, dass die Frau und die Kinder auch auf dem Hof mithelfen. Hier muss ich ja alles alleine machen. Und die Frau macht halt nur das Kind. Speichern. So. Ja, guckt. Habt das gesehen? Ganz rechts neben den Regenbögen. Da war erst so ein Setzling mit 2 Blättchen und jetzt, wo ich gespeichert habe, sind noch mehr Blättchen dran gekommen und irgendwann sieht es aus wie der Spielstand ganz unten. Da ist es dann ein Baum. Und das ist ja quasi das Ziel des Spiels.
Ja, gute Nacht. Und des Nachts träumen wir weiter, wie der Baum wächst. Schon wieder ein fetter Busch dran gewachsen. Es sieht aus, als sei der Mutterbaum noch größer geworden. 7870 Gold verdient. Ja, stimmt, da haben wir den Buchweizen verkauft. Oh, herrlich. Let's go. Guten Morgen, Schatz. Ich habe junge Blätter an den Stellen des alten Mutterbaums gesehen. Vielleicht ist der Baum doch noch nicht tot. Bla 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 bla. Komm hier, gelbes Kraut. Wir haben schon 10 Herzen bei dir. Oh, großartig, danke dir. So. Das da rein. Und die da rein. So, den guten Buchweizen, den habe ich aufgehoben. Den kann ich da rein tun, das kann ich da rein tun. Obwohl den Buchweizen, da will ich erstmal was machen damit. Und zwar Buchweizendrink müsste daraus, glaube ich, gehen. Zweimal Buchweizen macht. Rühre, rühre, rühre. Deckel drauf. Und spüre. Das Gericht Buchweizenlimo ist fertig. Sieht ziemlich gut aus. Das Rezept Buchweizenlimo wurde dem Rezeptliste hinzugefügt. So, das wollte ich halt auch zeigen. Jetzt packen wir die da noch rein und dann geht's weiter. Wetter ist schön, das ist toll. Dann kann ich die Tiere wieder rauslassen. Haha, spare ich Futter. Oh, der Briefkasten hat geblinkt. Dann wollen wir doch mal gucken, was da drin steht. Von den Erntewichteln. Juppie, wie läuft's denn? Dem Mutterbaum geht es gut. Seit der Regenbogen da sind, steigt die Einwohnerzahl stetig an. Wie ist das nur dir zu verdanken, Kenshi? Danke im Namen aller Erntewichtel und Inselbewohner, allen Erntewichtel. Cool, haben wir Post von den Erntewichteln bekommen. So, nächster Schritt. Klingeling. Alle raus mit euch. So. Dann wieder Eier sammeln. Und wir haben auch ein paar Seidenkokons, wenn ich das richtig sehe. Und jede Menge normale Eier und so weiter. Da fällt mir ein, wie viele Hühner kann man eigentlich jetzt halten? Ich glaube 10 Stück. Jetzt muss ich mal gucken, wie viele haben wir. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 und mit dem sind es 10. So, ich glaube, mein Stall ist voll. Brauche ich keine Küken mehr züchten. Oh, das ist noch ein Ei. So. Achso, die wollte ich sowieso reintun. So. Und dann füttern wir wieder unsere Viecher. Damit sie mir eines Tages einen edlen Seidenkokon spenden. So, Felix. An
Andreas. Anime Wolf. Dann haben wir hier Link Junior. Heidwin. So, und einer fehlt noch. Hier, Patrick muss noch was fressen. Und ich gucke gerade auf die Uhr. Wir haben 15 Minuten voll. Ich würde sagen, wir sehen uns dann im nächsten Part wieder. Ich werde jetzt noch ein bisschen Offscreen machen. Und ja, am nächsten Tag oder im nächsten Traum sehen wir uns dann wieder. Bis dann sage ich Tschüssi, eure Dieter Kenshi.